heute Morgen, um richtig Krach zu machen gegen die Krisenpolitik, gegen Kapitalismus, für eine Mietobergrenze, für die Refugees Rights. Und warum wir sonst noch hier sind, das hören wir als Erstes von einem Redebeitrag der interventionistischen Linken. Begrüßt die Leute mal herzlich. Macht nochmal Krach. Über faule Griechen und nationalistische Verstehensmuster der Krise haben wir satt. Wir wollen nicht mehr hören, was die Regierungen und Medien uns zu sagen haben, denn sie hören uns nicht zu, sondern der herrschenden Klasse. Echte Demokratie war die Forderung, die am 15. Oktober 2011 in 100 Städten auf der Welt hunderttausende Menschen auf die Straße gebracht hat. Ein Jahr später haben wir uns heute den Hermannplatz angeeignet, um nochmal gemeinsam laut zu sein. Doch warten wollen wir nicht, sondern wir fangen im Hier und Jetzt an, Stück für Stück ein besseres Leben zu erkämpfen, in dem alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Klasse, Alter oder körperliche Verfasstheit über die Form der Vergesellschaftung entscheiden, weil wir es sind, die diese ausmachen, täglich produzieren und reproduzieren. Für die interventionistische Linke in Berlin ist Global Noise ein besonderer Tag, um Proteste gegen die autoritären Politiken des Krisenmanagements in Europa und die Auswirkungen von Verschärfungen neoliberaler Politik hierzulande sichtbar zu machen. Heute wollen wir auf lokaler Ebene das weiterführen, was wir mit den europäischen Aktionstagen Blockupy Frankfurt in Mai angefangen haben. Mit Blockupy haben wir ganz deutlich gegen die paternalistische und oftmals repressive deutsche Führungspolitik in der EU demonstriert, um unseren Freundinnen und Freunden in Südeuropa zu zeigen, dass wir es auch satt mit diesem Chauvinismus haben und auf deren Seite stehen. Es war uns wichtig, das mit so vielen wie möglich zu machen. Und in einem breiten Bündnis haben wir unterschiedliche Bewegungen und Akteure zusammengebracht und von Gewerkschaften über Erwerbsloseninitiativen, globalisierungskritische und linksradikale Gruppen bis hin zur Occupy gemeinsam demonstriert. Als die Stadt Frankfurt uns alle Versammlungen und Demonstrationen verboten hat, wussten wir, dass wir im Europäischen Finanz- und Entscheidungszentrum Frankfurt genau richtig waren. Diese autoritäre Reaktion seitens der Herrschenden der Euro-Krise hat ihre Nervosität und die Möglichkeit von Rissen ihres hegemonialen Gefüges deutlich gemacht. Den Menschen wurde klar, dass Entdemokratisierung auch hier stattfindet. Wir haben gesehen, wie Kapital, Stadt und deren Gewaltapparat zusammen fungieren, um die Interessen des Finanzkapitals zu schützen. Nicht alles ist perfekt gelaufen, aber wir haben, auch dank der Polizei, es geschafft, die komplette Innenstadt dicht zu machen, die Europäische Zentralbank zu blockieren und damit den kapitalistischen Alltag real anzugreifen. Sozialen, politischen und wirtschaftlichen Krise. Umso umkämpfter wird die Frage, was Europa denn bedeuten soll. Auswege aus der Krise werden gesucht. Die Troika und die Bundesregierung setzen ihre neoliberale Politik fort. There is no alternative ist ihr Motto. Ein Europa wollen sie weiter aufbauen, das den Interessen von Kapital und wenigen Eliten dient. Die Fortress Europe mit ihren tödlichen Grenzregimen und rassistischen Innenpolitik, die Menschen in Lager sperrt und ihre ökonomische Verwertbarkeit abhängig von ihrem Kapital, Bildungsgrad und Herkunftsort macht, schützt die Europäische Union. Dass diese autoritäre Institution gestern den Friedensnobelpreis gewonnen hat, empfinden wir als blanken Hohn. Nationalistische Antworten werden auch dort, wo sich die Krise am meisten zuspitzt, immer lauter. In Spanien werden nationalistische Bewegungen mit ihren Tendenzen nach rechts immer populärer. In Griechenland erschreckt uns das Erstärken von neofaschistischen Organisationen und die Zunahme rassistischer Übergriffe auf Migrantinnen.
gegen das autoritäre Europa und einen nationalistischen Verfall setzen wir eine starke Alternative. Transnationale Solidarität ist die Waffe, mit der wir ein Europa von unten aufbauen wollen, das ausgerichtet ist nach den Bedürfnissen der Menschen. Als interventionistische Linke in Berlin wollen wir uns an diesem Tag mit denjenigen vernetzen, die aus Südeuropa wegen der Krise nach Berlin gekommen sind und gegen die Verhältnisse kämpfen wollen, die diese Verelendung und Perspektivlosigkeit verursachen. Wir wollen die Kontakte und Verknüpfungen zwischen den Bewegungen verbreitern und intensivieren. Am Infotisch sammeln wir E-Mail-Adressen für weitere Vernetzungen. Den Aufbau eines Europas von unten brauchen unsere Kämpfe überall. So wie die globale Platzbewegung letztes Jahr sich von Ort zu Ort angesteckt hat, müssen wir in allen möglichen Ecken Inhalte, Arbeitsweisen, Diskurse und Praktiken in unserem Kampf um echte Demokratie infizieren. Echte Demokratie, das ist nur möglich ohne den Kapitalismus. Die Praktiken von Vergesellschaftung, die aus dieser Überzeugung entstehen, setzen wir fort. Auf vielen Ebenen, auf allen Ebenen. Krise, Demokratie und Europa mit dem Frankfurter Publikum zu diskutieren. Dort werden wir uns auch darüber beraten, wie ein Blockupy 2013 aussehen könnte. Wir freuen uns über eure Inputs und möchten euch alle ganz herzlich dazu einladen. Flyer stehen am Infotisch. Im Anschluss werden wir als interventionistische Linke zu Agoba 99 nach Madrid fahren und gemeinsam mit unseren Freundinnen aus ganz Europa weiter an dem Aufbau einer demokratischen, solidarischen Gesellschaft von unten zu arbeiten. Wir sind viele und wir sind stark. Mehr mit dem guten und schönen Leben. Jetzt und für alle! Auch für alle ohne deutschen Pass. Vielen Dank. Ich erkläre noch mal kurz, was wir heute vorhaben. Wir hören jetzt noch gleich eine Solidaritätserklärung mit der Refugee March, die nachher stattfindet. Im Anschluss wird hier kurz das Prinzip einer Assemblea erklärt, einer Versammlung, die wir hier für etwa eine Stunde durchführen wollen. Wir wollen im Anschluss, weil wir nicht die Einzigen sind, die heute auf der Straße sind, wollen wir weiterziehen. Und zwar als erstes Richtung Kompensator, wo die Gemeinschaft Kotti und Co. heute auch zu einer Demonstration aufruft. Der werden wir uns anschließen und im Anschluss gibt es eine große Demonstration der Flüchtlinge, die von Würzburg hergelaufen sind und heute zum Kanzleramt ziehen wollen, um endlich Rechte, Menschenrechte, gleiche Rechte und mehr Rechte für alle einzufordern, auch für die Menschen ohne Pass. Deswegen schließen wir uns nachher am Oranienplatz der Refugee March an und wir hören jetzt nochmal eine Solidaritätserklärung auf Englisch, damit es auch mehr Menschen verstehen, von Pippa für die Refugees, von Global Noise. Make Global Noise for Refugees Demands! Global Noise Day is a day in which people all around the world take to the streets to make loud and visible their struggles, demands and ideas of a society that has overcome present relations. From now, the sound of Global Noise should be characterized by the struggle of the refugees from Würzburg, who have hundreds of kilometers behind them. Together and resolute, we will make their demands for a humane right of resident heard loud and clear. Global Noise Day is a day for those people to speak out, who have lost their belief in the possibility of finding a good life in our present society. Allow us a few hurried words to speak about the connections between the struggle at Oranienplatz and the protests that are taking place on plazas in many other countries. Worldwide, more people than ever before are suffering from the crisis of climate, democracy and capitalism, with massive austerity policies pushed forward in large by the German government. Broad parts of society in southern Europe are being pushed into poverty and unemployment, forced to watch their own future be foreclosed. Yet resistance is on the rise. In Athens, Lisbon and Madrid, people are taking to the streets and claiming public spaces. They are organising themselves in neighbourhood assemblies and beyond the borders of their
their countries internationally. In the movements, they are inventing new forms of living in common and in solidarity, the critical roots of an alternative to the ruling system. It is emboldening to see that something has started to move and that the end of history is not yet written. Capitalism works through various forms of racist, sexist, and social oppression that are visible in many different ways. Persons who, often due to political persecution and fear of further torture and death, seek to reach Europe, for example, stand in daily resistance. The fact that capital takes advantage of migrants' labour power hides the most basic principle of its own logic. Capital is fueled by these contradictions. As disenfranchised labour power, migrants are beneficial to capital, and European migration policies create and promote the basic conditions for capitalist exploitation. As the crisis grows more acute, the living conditions for illegalised people, most often without access to work contracts or social safeguards, worsen. Governments and media serve racist resentment, a resurgence of right-wing populist and neo-fascist groups and parties, as we see, for example, in Greece, puts us on the alert. Migrant struggles break this invisibility, and we will do so too. Striking back in such a situation means that migrants have to risk everything. At the beginning of this year in Greece, 300 refugees from Athens and Thessaloniki undertook a hunger strike, demanding the repeal of their illegalisation and legal equality with Greek workers. In July, refugees in Würzburg also refused to eat and entered into strike against the conditions of their accommodations. And here you are now in the heart of Berlin, continuing to make visible your daily struggle against the residency obligation. In solidarity with the concerns and demands of the refugees, we want now the sound of global noise to be that of the refugees' struggle for a life in self-determination and dignity, and to contribute our part to making it loud and visible. The demands of the refugee tent action should be heard on all of the plazas worldwide where people are protesting today. Here are those demands once again. There is first of all the abolishment of the residence obligation. The abolishment of the camp obligation. The abolishment of the ban on work. The abolishment of food allowances. Access to education. Acceleration of the asylum granting process. The abolishment of regulations and practices of deportation and extradition in the Federal Republic of Germany. The granting of free selection of residence within Germany. And the granting of German citizenship for children of refugees born in Germany. And so let's have some noise for the demands of the refugee tent action. Vielen Dank. Wir sind ja nicht alleine, wir sind eine globale Bewegung. In über 160 Städten sind heute Menschen auf der Straße und begehen den Global Noise Day. Wir wissen, dass in Griechenland, in Spanien, in Portugal, in Italien, in vielen Ländern Europas und der ganzen Welt die Leute auf der Straße sind. Und wir haben das Glück, dass wir auch Leute aus Spanien von der Bewegung 15M heute hier haben. Und sie werden jetzt auch noch mal kurz ein Statement geben und über ihren Kampf berichten. Danke. Guten Tag euch allen und herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid und so eure internationale Solidarität zeigt. Die Aktivistengruppe 15M Berlin möchte heute eine gemeinsame Reflexion über die spanische Auslandsverschuldung und über die Rolle, die die deutschen Kreditinstitutionen dabei spielen, anbieten. Unserer Meinung nach gehört das Vorgehen dieser Institutionen zu den Hauptgründen der Austeritätspolitik, unter der Südeuropa heute leidet. So wie die griechischen Bürger immer wieder die Litanei über Korruption und Defizitfälschung hören müssen, so wird uns Spaniern, Spanierinnen immer wieder gesagt, wir hätten über unseren Möglichkeiten gelebt. In Wahrheit haben deutsche Banken während der fetten Jahre großzügig Kredite an südeuropäische Institutionen vergeben. Kredite, die sich später als Hochrisikokredite erwiesen. Nur dank dieser Kredite konnte der boomende deutsche Export in den Süden Europas bis 2007 in Gang gehalten werden.
Als diese Kredite massenhaft nicht zurückgezahlt werden konnten, befürwortete Deutschland eine sogenannte Rettungspolitik. Diese Rettungspolitik ist jedoch nichts anderes als die deutsche Politik zur Rettung der deutschen Banken auf Kosten der südeuropäischen Bürger. Dafür hat die Europäische Zentralbank den südländischen Staaten Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Mit diesem Geld sollen die deutschen Banken ihre Kredite zurückgezahlt werden. Und dafür bürgt jetzt der spanische Staat. Warum wird das Geld nicht direkt den betroffenen Banken geliehen? Warum lässt man die Banken nicht einfach pleite gehen? Nach Angaben der Europäischen Kommission hat der spanische Staat für die spanischen Banken mit insgesamt 300 Milliarden Euro gewirkt, damit ihre Schulden nicht unbezahlt bleiben. Spanien hat auf den Vorschlag von Deutschland hin eine Verfassungsänderung vorgenommen. Dank dieser Verfassungsänderung wird die Rückbezahlung der Staatsschulden zur ersten Priorität. Somit wird sie wichtiger als die Deckung der menschlichen Grundbedürfnisse. Die Kürzungen der öffentlichen Ausgaben betreffen wesentlich Gesundheit und Bildung, anstatt sich auf Haushaltslinien wie Verteidigung zu konzentrieren. Es handelt sich um einen bereits bekannten Prozess, der auch in Lateinamerika stattgefunden hat. Dort findet heute nach der jahrzehntelangen Plünderung ein allmähliches Aufwachen der Bevölkerung statt. Dagegen folgen in Europa selbst diejenigen Regierungen, die demokratisch gewählt worden sind, ohne jeglichen Widerstand den Dogmen des Neoliberalismus. In Spanien behaupten sowohl Sozialdemokraten als auch Konservative immer wieder, dass Deutschland das Vorbild wäre. So wurden unsere Arbeitsmarktgesetze reformiert, unser Arbeitsmarkt flexibilisiert, die Entlassungskosten gesenkt, das Rentenalter erhöht. Die Folgen dieses Modells kennt man in Spanien nicht. Doch wir, die wir in Berlin leben, wissen, dass dieses Modell zur Vertiefung der Kluft zwischen Arm und Reich und zur Prekarisierung der Arbeit geführt hat, wie der letzte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung bestätigt. Die Konsequenzen der Reform- und Austeritätspolitik mögen in Deutschland nicht so dramatisch sein wie in Spanien. Doch dies nur, weil der abzubauende deutsche Sozialstaat erheblich großzügiger war. In Spanien, Portugal, Italien oder Griechenland hat der Staat bisher nur ein prekäres Minimum gewährleistet. Fällt dieses Minimum jetzt aus, dann folgt ein menschliches Desaster. Die Privatverschuldung und die bankrotten Geschäfte der Banken, viele von ihnen aus Deutschland, dürfen nicht alle Bürger eines Landes dazu zwingen, die Konsequenzen dieses Versagens zu tragen. Aus diesen Gründen findet heute Abend in Madrid eine Demonstration mit dem Motto: Ich begrüße euch im Namen von Cotti und Co. Seit ungefähr einem Jahr leisten wir in unserem Zelt Tag und Nacht Widerstand. Samstags organisieren wir eine Lärmdemo, indem sie, die Kapitalisten, unsere Mieten erhöhen und unsere Sozialwohnungen privatisieren, versuchen sie, die Rechnung der Krise uns aufzuerzwingen. Wir werden die Krise der Kapitalisten nicht bezahlen. Wir werden unseren Widerstand gegen den Sozialabbau und die Mieterhöhung mit unserem Marsch und in unserem Zelt fortsetzen. Es lebe unser Widerstand! Selamlıyorum. Kurmuş olduğumuz platformun temel ilkesel amacı içerisinde anti-emperyalizme karşı, anti-kapitalist ve dünyada yaşanan bütün bu krizin sonuçlarının dünyadaki bütün işçi, emekçi ve halklara ödetilmesine karşı mücadelemizi Berlin'de de yükseltmek. Bu yönüyle özellikle Orta Doğu'da yürüyen bir savaş ve savaşa karşı da yapılacak olan mücadelede hep birlikte olmaya da bir çağrımız var burada. Daha sonraki günlerde bu mücadele çağrımızda hep birlikte olacağız. Biz kapitalizmin krizini ödemeyeceğiz. Krizi onlar ödeyecekler.
Ich begrüße euch im Namen von der Plattform der Arbeit und Demokratie in Berlin. Wir sind unterschiedliche Gruppen aus Kurdistan und der Türkei, die sich vereinigt haben, um den Widerstand gegen den Imperialismus und gegen den Kapitalismus hier in Berlin fortzusetzen. Und wir werden in der nächsten Zeit eine große Aktion gegen den imperialistischen Eingriff in Syrien starten. Und wir laden euch auch von hier aus alle ein, euch daran teilzunehmen. Wir werden die Details in einigen Tagen veröffentlichen und wir stehen auch an Seite hier mit den Menschen, die sich gegen die Krise des Kapitalismus wehren, und wir begrüßen euch alle. Vielen Dank.